Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Spyro Reignited Trilogy. Heute geht es in eines der coolsten Level und zwar in die Feuerwerksfabrik. Ich würde mal sagen, keine großen Reden. Let our actions speak for us. So, also ich hoffe, ihr seid excited, weil ich bin excited. Das ist ein super cooles Level. Zwar können wir einen der cooleren Parts, nämlich den Agent 9 Part, noch nicht erledigen. Jedoch ist der Rest des Levels genauso cool. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen viel Zeit verbringen müssen. Weil es viele Subwelten gibt. Vor allem das mit den Drachen. Oh, das wird ewig dauern. Aber gut. Na, wo ist sie denn? Gretel! So. Macht einfach die Rhinoxe platt. Und jetzt erstmal gönnt euch diese Musik. Kann ich da nicht rauf? Ich darf da nicht rauf. Okay, gut. Ist sie nicht super? Und natürlich das... Die Umgebung ist natürlich so wie immer so richtig so... 1A wunderschön hingekriegt. Ah. Wunderschöne Drachenstatuen. Also ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, den Track einfach noch geiler zu machen, als es im Original war, aber they managed to do it. Und die Drachenkanonen. Ja. Genau. Mit den ganzen Ninja-Rhinoxen. Ah, wunderschön, wunderschön. Oh, ich kann euch, nachdem wir mit Gretel geredet haben, noch ein bisschen coole Trivia verraten. Und dafür seid ihr hier. Mein wunderbarer Charme und irgendwelche Trivia-Fakten aus fast allen Bereichen des Lebens. Oh, hallo. Schön, es wiederzusehen, Spyro. Diese fiese Zauberin hat die Raketenpläne des Professors geklaut. Und ich bin auf einer Geheimmission, um sie zu finden. Händel sollte mich hier treffen, aber ich finde ihn nirgends. Kannst du mir helfen? Ja, natürlich, Greta. Wir sind ja beide Professionelle. So. Also, ihr seht ja diese Outfits, diese Ninja-Rhinoxe haben, ne? Oder tragen. Und wahrscheinlich, also, wer sich ein bisschen so mit japanischen Medien so beschäftigt oder halt allgemein ein bisschen was über Ninjas weiß, der hat wahrscheinlich bemerkt, dass Ninjas sehr oft mit so einer schwarzen Klamotten dargestellt werden. Dann denkt sich so, ja, wenn das irgendwie super Agenten sein sollen, das ist doch voll auffällig. Wenn die mit schwarzen Klamotten so rumrennen unter den Leuten. Aber früher gab es ja im... Oh nein, das ist nicht. Gab es ja in Japan auch so Stage Plays, Vorstellungen. Und die Leute, die dann halt die Stages rumgeschoben haben, um halt hier für andere Akte und so vorzubereiten und so, die trugen meistens so schwarze Klamotten, damit sie nicht wirklich auffallen. Also die Schauspieler waren ja alle so richtig so schauspielerisch aufgetakelt und alles und die anderen halt so einfach komplett schwarz, ne? Und wenn es in Place Ninjas gab... Oh, genau deshalb liebe ich diese Stage. Das ist so schön. Wartet mal, ich habe einen Plan. Dann kam es halt oft vor, dass diese Stagehands im Endeffekt irgendwie der Ninja waren. Und dadurch wurde das halt popularisiert in Popular Culture. Das. Da habe ich nicht hingezielt. Spiel, what the hell? Dass Ninjas halt komplett in Schwarz rumrennen, ne? Ist ja klar, dass oh, ich liebe diese Lichter, die sind so schön, dass es sehr auffällig wäre, wenn da irgendein Ninja in schwarzen Klamotten durch die Straßen rennt. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es ist halt so richtig cooler Fakt. Ich meine, die Stagehands, die haben glaube ich auch eine offizielle Bezeichnung natürlich im Japanischen. Fragt mich nicht, wie die heißen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte mir, ich könnte euch ein bisschen so coole Trivia zu Japan und so erzählen. Japan ist gut. So.
Wie will man das sagen? Japan ist cool. Ich weiß es nicht. Ich habe Adjektive noch nicht gelernt. So. Und Noodles. Ah ja, schön, dass Noodles immer noch Noodles heißt. Schön. Vielleicht irgendwas in Richtung wie... Nihon wa sugoi desu. Ich weiß es nicht. Scheiße, ich habe das noch nicht gelernt. So. Ich frag mich in einem Jahr wieder, dann kann ich euch das viel besser erzählen. So. Gut. Also sie weichen immer auf den Flammen aus, das ist cool. Die umrennen zwar nicht, aber den Flammen. Und jetzt nochmal, Leute. Zeit für Feuerwerk! Es ist halt so ein richtig, richtig schönes Detail, was die Entwickler reingebracht haben, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Es ist ja die Feuerwerksfabrik. Natürlich liegen Feuerwerkskörper rum. Das ist halt so toll. Ah, so cool. Leider kann ich euch keine Feuerwerk-Trivia vermitteln, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ich weiß nur, dass für gewisse Farben immer gewisse chemische Elemente benutzt werden. Aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe welche ist. Also, ne? Wow, wo ist der denn hergekommen? Ich habe mich fast erschrocken. Es ist halt... Also so ein richtiger Feuerwerkmaster sein ist halt... Na komm, komm. Der trägt natürlich hier Klamotten aus feuerfesten Eisen. Bullshit! Ach, come on. Früher hat er einen nicht bemerkt. Wirklich? Okay. Soll das so sein oder hat Chao wieder ihre magischen Backfinger ausgepackt? Immer noch? Junge, du solltest patrouillieren, du Arsch. Muss ich das verstehen? Oh, das ist immer noch gleich. Boom. Explosionen am Abend. Wow, gibt es was Schöneres? Ich denke nicht. Ja, vielleicht explodierende Rhinox am Abend. Das ist natürlich auch sehr schön. So. Da kann keiner von denen kann ballern. Ich finde das so schön, wie sie gewisse Details gedingselt haben. Guck dich das mal an. Das ist so hübsch. Honest, ich liebe allgemein die asiatische Architektur. Das Bejammt die Yeet? Was ist da? Das ist aber hinter mich gesprungen. Aber es ist so hübsch. Es ist so hübsch. Wie haben sie das hier wunderschön gedixelt? Ah, und die Matrix hier. Anspielung, die jetzt kommt, ne? Du musst wohl diese Kanone benutzen, um rüberzukommen. Klettere einfach an Bord. Ich muss zuerst meinen Geist befreien. Sagt er sich vorher nicht den Kopf leer machen? Ja. Passt. Was man auch nicht mehr machen kann, ist manuell da reinklettern. Man wird reingedingst von der Cutscene. Push. Ah. So schön. Honestly, jetzt designmäßig ist die Feuerwerksfabrik jetzt meiner Lieblingslevel, weil sie auch so richtig cool gemacht worden ist. Und dann haben wir sie, die Ninja Box. Ninja Box? Ninja Box. So. Gut, nichts mehr mit Ninjas. Ninjas aus der Box. Wie viel so eine Box kostet? Ob die magisch ist, ob die immer transportiert werden? Ich frage mich, ob da oben irgendwelche Rhinox-Ninjas rumhängen. Ich glaube nicht. Oh nein! Boah, das war cool. Welche Überraschung. Okay, das war halt schon richtig schnieke. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Haben die früher nicht zusammen patrouilliert? Tja. Dein Freund ist von uns gegangen, aber er sah hübscher aus, als er dies getan hat.
Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht trifft. Das ist so schön, das haben sie so schön gemacht. Wisst ihr, was mich dieses Feuerwerk erinnert? An Final Fantasy 13. Das Feuerwerk, wo... Wie hieß er wieder? Wo Sarah und Snow, genau, Snow, durchgefahren sind. Auf diesem... Der hat auch ein cooles Design. So ein... Er hat so einen Drachen auf der Boxe. Wie cool. So. Ah, das haben sie auch so schön gemacht. Oh, richtig hübsch. Ich muss mal wieder auf Final Fantasy 13 spielen. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. So. Meine absolute Faves. Dafür müsst ihr ja die PlayStation 3 anschließen. Ja, es ist mir viel zu viel Arbeit, ein HDMI-Kabel zu verschieben. Ihr habt mich ertappt. Da, hinten. Ich habe den Edelstein ertappt. So. 4, 6, 3, 5. Cool. Alrighty, bevor wir mit Gretel reden, wollen wir noch natürlich das Ding in die Luft jagen. Diesmal stellen wir uns ganz neben das Ding, weil ich wissen will, wie es aussieht, wenn man direkt in der Explosion steht. Wir sind ein Drache, wir können das ab. Wenn ich zuletzt werde, dann... Oh! Schön! Glitzer, Glitzer, hell! Na, Gretel? Zauberin scheint die Pläne schon benutzt zu haben, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folgt mir! Die Cutscene haben sie halt richtig geil bekommen. Boom! Oh, das arme Ei! Den Orbit. Grady. Oh, er kann fliegen. Schön. Sag Henry, dass ich zurück zum Abendsee bin, um die Rakete des Professors fertig zu bauen. Okay. Da haben wir die richtige Expertin jetzt an Bord. Und wir haben 100 Eier. Leute, es fehlen nur noch 48, 49. So, was steht denn da? Lieber Sparrow, oder wie auch immer du heißt, gib auf. Ich habe den Affen und gebe ihn nicht wieder her. Liebe Grüße, die Zauberin. Sie hat den Affen und sie gibt ihn nicht her. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Wir müssen den Affen retten. Wir müssen einfach den Affen retten. So, bevor wir das aber tun, müssen wir hier noch die Sachen holen, die wir noch holen können. Und das sind zwei Egos und noch ein paar Edelsteine. Alrighty. Und jetzt haben wir einen Weg wieder nach oben. Das heißt, wir machen erstmal das da. Warum? Weil ich Bock drauf habe. So. Ah, ein kombinierter Powerpunkt. Oh oh. Du musst dieses Combo-Power-Up benutzen, um die Feuerdrachen zu besiegen. So kannst du Superflug und Superflamme gleichzeitig benutzen. Boah, danke, Hänsel. Besiege die zwei fliegenden Feuerdrachen. Die Schwänze der Feuerdrachen wachsen nach, wenn du sie in Ruhe lässt. Naja... Aber wenn die hier Drachen haben, warum haben die dann ein Problem mit Magie? Oh Gott, ja. So, das Coole ist, es ist ein unlimitierter Powerpunkt. Das heißt, wir können so lange fliegen, wie wir wollen. Oh, die zwei sind richtig cool designt. Es ist so ein bisschen... Ah, so. Nervig, den hinterher zu fliegen und sie zu treffen. Es wird 100 Jahre dauern, bevor ich das hinkriege. So. Eigentlich müsste ich mich jetzt auf den lilanen Konzert. Da ist er ja. Ich habe gerade von dir geredet. Na, komm da raus. Vor allem, wenn sie dann kurz werden. Dann ist... Spyro, flieg bitte los. Dankeschön. Dann ist halt vorbei. So. Aber mit der richtigen Taktik... man das schon hin. So, der ist ja schon auf der Hälfte runter. So. Ich hab das früher immer so cool gefunden. Man halt fliegen kann, Feuerbälle spucken. Also Drachensachen. Okay,
Okay, ich bin dagegen geflogen. Das war nicht unbedingt der Drache, den ich treffen wollte. Ich habe da ein Stück getroffen. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Da, da bist du. Komm her. Komm her, du möchte gern Drache. Du hast nicht mal Flügel. Komm. Put, 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 put. Okay, komm. Ah, ein Schlag noch. Da haben wir ihn. Alright. Den lilanen Drachen haben wir besiegt. Jetzt fehlt nur noch der rote Drache. Sagt sich wahrscheinlich so, ciao, du fliegst direkt daneben. Wie kannst du so oft daneben schießen? Es ist genauso wie mit Skillshots in League. Wenn der Gegner direkt vor dir steht, ist es fast garantiert, dass man daneben schießt. Wenn wahrscheinlich irgendwo sonst wo in Predicten, dann bleiben die Leute einfach stehen, denkst du so. Meine ganze Prediction im Arsch, weil du stehen bleiben musstest. So. Ach ja. Irgendwie vermisse ich es, LOL zu spielen, aber andererseits, die Community momentan so richtig. Nee. So. Ich meine, klar, sie war schon immer. Nee, aber. Die Leute salzen momentan auch noch mehr rum als sonst. Ich meine, das Salzen kann man ja ausschalten, aber die Leute dann anfangen zu feeden. Versucht mal den gegnerischen Höhensee-Null-Jungle auszuschalten. Also. Ne? Gut. Ach ja. Wie gesagt, das ist halt. Ach, das ist einmal meine Lieblingsquesten von früher, wenn man so eine Quest nennen will. Ich weiß nicht. Darf man das Quest nennen? Come on, wir haben ihn gleich. Es hat nicht so ewig gedauert, wie ich gedacht hätte, to be perfectly honest. Ich muss predicten, come on. Ihm wieder Körperteile nachwachsen. Huch. Wie habe ich das denn getroffen? Okay, ein Treffer noch. Hier, nimm das. Das habe ich aus der geschmolzenen Lava gefischt. Sehr gut. Hallo, Evan. Wir haben jetzt tatsächlich nur ein zweimal, glaube ich, treffen müssen. Also von dem her ist es eine gute Bilanz. Alright, dann holen wir jetzt noch die paar fehlenden Edelsteine. Und ja, eigentlich will ich das andere noch in dem Level machen. Oder machen wir Schluss jetzt noch der Sache. Eigentlich will ich, dass wir halt in sich abgeschlossen haben, to be perfectly honest. Das könnte sich aber noch ein bisschen ziehen. So, da ist noch was. Da vorne ist auch noch was. Eigentlich wollte ich nicht den Leuchtbug dingseln. So. Ich muss halt sagen, eine der coolsten Neuerungen, die sie reingemacht haben, ist, dass Spyro mit gewissen Power-Ups so richtig coole optische Effekte bekommt. So. Ich glaube, das waren alle jetzt. Spark sagt, wir dürfen gehen. Spark sagt, wir dürfen noch nicht gehen. Da ist noch was. Dürfen wir jetzt gehen, Sparks? Oh, nicht. Okay, jetzt kann ich ihn gerade nicht fragen. Aber jetzt dürfen wir gehen. Alrighty. Ach, diese Arena ist so cool. Guck dir mal dieses Brückending an. Ist richtig cool. Alrighty. Dann wollen wir noch schnell das eine andere Gebiet fertig dingseln. Und dann heißt es beim nächsten Mal Fluglevel und Boss. Naja, oder nur Fluglevel, je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Na? Ich glaube, ich sehe ein Ei hinter dir, aber es ist weit weg. Du musst den langen Weg durch all diese Rhinoxe nehmen, um es zu erreichen. Könntest einfach eine Räuberleiter machen, mein Freund, aber nein. Warum sollte man
einem Drachen eine Räuberleiter geben. Like, ne? Das wäre ja viel zu nicht gut. Kann ich die irgendwie besiegen oder gucken die mich direkt an? Ja, ich finde sicher irgendwo irgendwelche Raketen. Ich brauche die Sparks Gesundheit. Ah, seht ihr? Da ist schon mal eine Rakete. So. Mitnehmen. Zurückrennen. Rhinoxe umrennen. Nicht an der Wand hängen bleiben. Rhinoxe in die Luft sprengen. Den anderen in die Luft jagen. So. Ja, wir kriegen das ganz schnell hin. Vor allem würde ich mal gerne die Zeit nehmen. Aber... ja, ihr seid ja die Letzten, die sich darüber beschweren, wenn eine Episode ein bisschen länger ist als 20 Minuten. Also von dem her. Ich meine, ich mache das ja auch nicht absichtlich. Aber momentan ist es irgendwie absichtlich. Aber, like, ihr könnt das doch verstehen, dass ich gerne das Zeugs abgeschlossen habe. So in sich. Ist doch normal. So ein normaler menschliches Ding. Normales menschliches Ding. Die Dinge müssen in sich abgeschlossen sein. Gib her. So. Damit mir der Typ auch schön auf die Wege geht. Ich habe ihn getroffen. Oh, magisch. Ich liebe dieses Color Scheme hier drin. Ah, diese Purple Tunnel. Die sind einfach nur super. Tja, Kumpel. Drache 1, Rhinoxe 0. Oder droppt auch eine Rakete. Warum habe ich das Gefühl, dass hier drin ein Hinterhalt auf mich wartet? Weil hier drin ein Hinterhalt auf mich wartet. Also ich renne gefühlt 300 Mal in die Wand, der treffe ich trotzdem nicht. Mit seinem Kampfstab. Ja, ich hätte das Kampfstock genannt. Ich weiß. Aber ich kenne den offiziellen Begriff nicht. Der zaudert aber ziemlich lang. So. Hier ist doch mal irgendwo ein Ninja von der Decke gefallen, oder nicht? Nicht? Oder habe ich den schon erledigt? Das wäre natürlich auch eine Option. Eine Option, die ich nicht mal wirklich verschmähen würde. Da ist noch ein Edelstein. So. Und das sind zwei Raketen-Heinis. Das sind zwei Raketen-Heinis. Auf Raketen-Heinis habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock. Also nehmen wir doch selber eine Rakete und zeigen denen, wie man das richtig macht. Nicht wahr, Leute? Genau. Ein bisschen tiefer zielen. So. Mit einem Raketen-Heini kann ich umgehen. So. Na komm. Komm her. So. Sehr gut. Und schon sind wir bei dem Ei angekommen. Haben wir auch alles? Wir haben auch alles. Sehr gut. Hallo Sam. Auch Sam ist ein Künstler mit den Eierschalen. Alright, sagst du noch was? Pass auf die Lava auf. Sie sieht super heiß aus. Ach wirklich, Lava sieht heiß aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die haben das sogar geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Ich bin ein bisschen beeindruckt von mir selber. Und darf ich ja wohl sein. So. Gut, dann wollen wir das Level verlassen und nach Hause gehen. Alrighty, dann haben wir diese Welt auch bald abgeschlossen. Das ist dann eine Episode... irgendwas 60. Wir sind immer noch in den 60ern. Ja, wahrscheinlich sind wir so bei 80, 90 Episoden fertig mit dem Projekt. Aber nicht ziemlich lange, das sind aber auch drei Spiele. Von dem her, ich glaube, das erste Spiel dann war am kürzesten. Das waren gleich 19 Episoden oder so, 19 oder 20. So. Was zu meinen. Aber wir haben den nicht abgeholt, weil wir unter Wasser sind. Da war ja was. Alrighty, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und beim nächsten Mal geht es in das Flugleben. Und vielleicht sogar in meine Lieblingswelt. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.